Ein herzliches Hallo von mir an euch. Auch heute gibt es wieder eine Folge Phasmophobia. Wie beim letzten Mal habe ich wieder zwei Runden zusammengeschnitten. Und wie immer wünsche ich euch auch wieder viel Spaß beim Video. Ich hoffe, das gleiche Anziehen ganz schwierig. 10 Grad Celsius. Ja, man wird uns schon unterscheiden können. Bewegungssensor. Oh, guck mal, das ist Ruthie. Oh nein, und jetzt ist Genrix gegangen. Genrix, no. Guck mal, wir haben Ruthie. Ruthie Robinson. Schade. Wir werden sie seinesgleichen behandeln. Obwohl, das ist Profi, Robinson. Vielleicht lieber nicht. Immer diese Robinson. Reagiert die dann auch auf Ruth? Oder muss es Ruth sein? Ich hab keine Ahnung. Sagen. Das ganz andere. Du sagst einfach, ich hab Angst. Ja, es hat erst super funktioniert. Beweg das Messer und zack. Achso, hat die auch auf Gruppen reagiert? Ich hab's gerade geschaut. Gruppen und alleine, glaube ich. Ruth Robinson, wo bist du? Ruthie ist weg, ja, und Genrix ist gerade gegangen. Kannst du das hören? Im S-Raum ist der Knochen. Ruth Robinson, bist du hier? Komm mit Futterbarack! Vorne links. Ruth Robinson, gib uns ein Zeichen. Ruth Robinson, wo bist du? Kann ich noch nicht aufheben? Wo bist du hier? Kann mal einer von euch die Knochen aufheben kommen? Mir geht's nicht. Keine Ahnung. Ich probier's. Ich hab ein Foto gemacht und ich konnte nicht aufheben. Ja, es war mal so. Okay. Wissen wir schon, wo die ist? Nee. Nein. Ruth Robinson. Robinson. Ich habe Angst. Nein, habe ich eigentlich nicht, aber ich habe Angst. Hier unten, sie sind Keller. Der Eisstuhl eben. Die Alter, die sind eingehaucht. Ah, oh Gott, die Keller, die Kuh. Wegrad, ei, ei, ei. Das ist eine blöde Kuh, Junge. Du musst ja erschrecken. Na, Alter. Jetzt. Vor der Kamera. Wo ich bist du? Nichts. Ich hab damit nicht gerechnet, ey. Ich bin vielleicht jetzt schon anhauen. Wie alt bist du? Ich fühle mich hier wie ein Dieb. Ich mache jeden Schrank auf, um zu gucken, ob irgendwo das Ucha-Brett ist. Ja, da weißt du, wie es ist. Wenn, da brauchst du ja nicht den Dings-Simulator spielen. Richtig. 2-in-1 hier. Tief-Simulator brauchst du nicht spielen. Er hat gehaucht. Ja. EMF4. Haben wir Räucherstäbchen schon hier unten, ne? Ach so, ich leg mal das Buch hier unten hin, oder haben wir schon eins?
Schreib in das Buch! Sofort. Mach deine Hausaufgaben. F3. Zacki, zacki! Bei mir war es auf 4 vorhin kurz. Shade? Oder ein Juri bei... Gefriertemperaturen. Eins von den beiden. Also EMF... Gefriertemperaturen hatten wir aber also nicht, oder? Also EMF war 4 auf jeden Fall bei mir. Weil ja, aber... Also Atem war nicht... Ich werde mal das Buch fotografieren. Weil ihr kriegt die Action mit einer Kopfkamera. Nimm mal Sanity-Pillen, oder? Bei 30... Aktivität ist auf 2 hoch. Ich guck mal, wo er hingeht. Jetzt schau ihm zu, ihr habt die Kopfkamera von ihm an. Er ist in der Garage. Hä? Ja, der Geist ist, glaube ich, umgeschlagen. Ja. Er ist unten. Aktivität auf 3. Der ist echt mutig. Ruth Robinson. Zeig dich. Aktivität auf 0. Ich finde das voll gut, solange der huntet, dass man jetzt so ein Rauschen beim Funken hat. Vom, ich habe euch hier draußen die ganze Zeit reden gehört, weil ich im Bad gehockt habe. Kruzifix ist ausgegraut. Kruzifix ist ausgegraut. Alles klar. Alles erledigt. Alles erledigt. Aktivität auf 0 auch. Was? So, wir wissen ja noch nicht, ob's. Ja, ich würde einfach sagen, Shade. Da würde ich jetzt auch sagen, Shade. Weil eben einfach vier. Was haben wir überhaupt für Beweise? Wir haben Geister-Orb und Buch. Und es wäre EMF5 oder die Friertemperatur. Also es könnte Juhai oder Shade sein, aber Licht die Friertemperatur hatten wir halt so gar nicht, ne? Also nicht mal und EMF war 4, auf jeden Fall. Ja, also deswegen EMF5 ist immerhin möglich. Sag mal, hörst du auf mit dem Licht rumzuspielen? Es kostet alles Strom hier. Er war voll lange auf 10 gewesen. Ja, ich dachte mir auch, wann geht er denn, wann hört er denn auf mit dem scheiß Jagen, Mensch, ey. Der war hier einmal komplett durch auf 10 hier, die ganze Linie oben. Ich bin das gewöhnt. Ich bin das wirklich gewöhnt. Ich kann auch mit 0 Sanity in ein Gebäude rein inzwischen.
Bei einem Jurei steht, Jurais haben einen stärkeren Einfluss auf den Geisteszustand von Menschen. Und ich muss sagen... Wir hatten aber keine Gefriertemperaturen. Das ja, aber der... Ding. Guck mal, unsere Sanity ist so rapide schnell nach unten gegangen. Ja, das stimmt. Ich also meine nicht, ich hab... Ich kann natürlich auch nochmal mit einem EMF-Reader rein. Ja, liegt ja, ja eigentlich noch, liegt ne? ja alles Weil... drin. Also es liegt EMF und Thermometer liegt ja eigentlich drin, oder? Also EMF liegt auf jeden Fall drin. Thermometer weiß ich nicht. Weil ich kann die auch um die Küchenzeile, sag ich jetzt mal, habe ich auch schon mal gemacht. Wir lassen die mal reingehen, oder? Ja. Ich guck jetzt hier jetzt ein bisschen. Da war ein Orb nochmal. Nee, das ist meine Kopfkamera. Das bist du. Die beiden Zwillinge da. Ja. Aktivität ist 0. 3. Carter Sanity ist auf 18. Easy. Solange sie nicht auf 0. 10. Bei 10 ohne Flackern. 10 ohne Jagd, ja. EMF 5. Ja, unter Beweis. Jawohl. Wo der das Brett jetzt da oben zugemacht hat, auf der Kellertür, da ging mir ja schon ein bisschen der Arsch, ne? Ich dachte, ich weiß nicht, du bist ja an dieser Kellertür und du kommst da nicht raus. Ja. Holy. Du bist sehr mutig. Aber wir haben alles. Vor allem das EMF-Gerät, das hat hier übelst geflackert im, unser Kater auf der Kamera. Ist sehr mutig, muss ich sagen. Der Kater, ist inzwischen noch irgendwas mit Level 100. Der kennt jeden einzelnen Jumpscare. Der Kater weiß halt einfach, dass das ein Spiel ist. Und nicht das die sowieso. Realität. Ja, weil ich manchmal... Sorry, sprich aus. Und sagen, wo ich eben so angehaucht hat, habe ich mich halt echt übelst erschrocken, so aus, weil die so schnell kamen, so aus dem Nichts. Ja, ich mag das nicht, wenn die das Licht ausmachen. Also ich erschrecke mich wirklich, wenn die plötzlich irgendwo stehen oder wenn plötzlich Herzschlag kommt. Da bin ich so, wow. Spiel verlassen. Das ist schlimm. Oder man stirbt auf dem Klo einfach ohne Herzschlag, ohne Schritte, ohne Geräusche und ist einfach tot. Haben wir alle eingetragen? Sag's mal so, ja. Ich spiele schon etwas länger jetzt mit meinem Level. Ich bild mir manchmal, wenn ich schlafe, Geräusche ein. Das ist echt lustig. Also das fände ich ja dann nicht mehr lustig. Nee, das ist lustig irgendwie. Ja, eben wirklich. Aber sie hat mich auch... Sie hatte mich auch angehaucht, da bin ich auch ganz kurz zusammengezuckt. Also, das kurz mich auch jedes Mal. Oh, hallo! Da! Steven Martinez. Ha! Martinez! Eieiei. Steven! Kruzifix, dreckiges Wasser, Thermometer. Oh, Kruzifix, das ist doch wirklich in jeder Runde dabei. Also. Ja, heute haben wir hatten das doch. I managed to get a copy of the key. I've left it on the desk for you. Nimmt einer gleich ein Fotoapparat mit, falls ihr was finden? Ich hab EMF und Buch. Warte, dann nehme ich einen mit. Ist hier jemand? Steven Martinez. Gib uns ein Zeichen. Ey, ich bin auch Profi, nicht den Namen rufen! Doch, so finden wir ein Zeichen.
Na, das auch nicht rufen! Ruf einfach, gib uns ein Zeichen! Bist du hier? Kannst du mich hören? Und bitte nicht den Namen! Bist du ein Kind? Warum? Ist doch nur ein ja, Name! Ich bin auch Profi! Mit der Hatte! Profi? Ist doch nix! Was? Profi ist easy! Profi ist easy! Ich hab die Tür gehört! Ich hab Ausgangstür aufgemacht. Alles klar. Ich hab die Puppe fotografiert, ich weiß. Wer hat den Spiegel kaputt gemacht? Ich nicht. Schau mich nicht so an, ich weiß nicht. Martinez. Steven. 7 Grad. Hier haben wir. Hier? Hier waren 7 Grad. Da waren wir doch erst schon mal. EMF 2. Hier waren wir doch schon mal vorhin. Wo ist das Licht hier? Also, wir hatten EMF 2. Bist du schüchtern? Ja, der ist da hinten. Rede mit uns. Ach so, das Buch. Extra für dich. Schreib in das Buch! Steven, hast du Angst? Steven Martinez, hast du Angst? Wenn ja, schreib ins Buch. Gefrieratem! Gefrieratem! Aktivität war gerade auf 4, geht wieder runter. Brauchen wir Räucherstäbchen oder so? Nee, nicht so dringend. Kruzifix. Beides mit. Wie alt bist du? Hat einer von euch irgendwo einen Knochen gefunden oder sowas? Nö, bis jetzt nicht. Ich geh mal oben gucken. Ja, ich hab nämlich noch ein Fotoapparat und möchte mich auch. Ich geh auch noch ein Fotoapparat holen. Wir haben Orbs. Ich hoffe, ihr habt alle gehört, wir haben Orbs. Phantom, Juraj oder Mare, das hört sich doch nach einem großen Spaß an. Also, Juraj brauchen wir noch das Buch. Mare brauchen wir die Box. Oder EMF5. Das Buch hat sich gerade bewegt. Ich gehe wieder ins Geisterräumchen und platziere da einen wunderschönen Kruzifix. Sanity sinkt hier aber auch recht fix. Ich will mir gar nicht vorstellen, Profi im Asylum, da bist du doch, wenn du am Zimmer ankommst, schon auf Null. Richtig. Also ich habe oben keinen Knochen gefunden. Ein Ucha-Board vielleicht irgendwo? Auch ich habe noch eine Daily mit dem Ucha-Board, das hätte ich gern gemacht. Gibt 20 Dollar. Ja, habe ich auch, aber genau. Maximal 4er gemessen. Schreib doch ins Buch und lass mein Kruzifix an der Stelle. Arschbock.
Captain. Martinez. Zeig dich. Hast du Angst? Ich habe einen Knochen gefunden. Wo? Sehr schön. Oben im Bad. Hä? Da war ich doch. Ja, so hinter der Tür leicht. Ich hab schon ein Foto. Ah, okay. Lass die Tür auf. Bin ich kein Fan von. Hä? Er hat, glaube ich, das Licht ausgemacht. Licht funktioniert noch. Okay. Gerne mit Türen rum. Zeig dich. Also ich habe kein Brett gefunden. Zeige dich. Zeige dich. Brauche ich jetzt Licht, um dich zu sehen, oder was? Er hat geradezu Licht angemacht. Und wieder aus. Er spielt auch gern mit Licht rum. Maximal 4 kriege ich hier durch. Könnte jetzt natürlich wieder verbuggt sein, ne? Ich hab das Ding im Auge. Steven. Martinez. Steven Martinez. Hast du Angst? Wo seid ihr eigentlich hier? In der Küche. Ich hab nach draußen mal eingetragen und geguckt. Lieben Martinez, bist du hier? Kannst du dich zeigen? Du musst sagen, dass du Angst hast, dann triggerst du den Explosion. Ich hab grad gesehen. Wo? Der war hier rausgekommen. Ich bin fokussiert. Nee, der ist zu mir gekommen gerade und ist wieder abgehauen. Ja. Der will dich nicht, wenn du so mutig bist. Der hat Angst vor mir. Aber ich habe gerade so das Foto nicht mehr bekommen von ihm. Ist er verschwunden? Das steht als Interaktion. Ja, ja. Könnte ein Phantom sein. Interaktion ist es auf jeden Fall. Stimmt, ein Phantom verschwindet, wenn man es fotografiert, ne? Auch bei der Jagd, das müsste ich aber ausprobieren. Ich kann aber mit Kamera rein, aber... Ein Phantom wäre auch EMF-5, also das wäre schon möglich. Aber ich hatte nur 4. Also nur eine 4er. Ja, aber 4 ist ja nah an der 5 dran. Naja, aber fehlt immer noch 1, ne? Gleich Kamera, bitte. Er ist gerade auf 10 gewesen. Deine Sanity ist auf 4 übrigens, Carter. Das ist sehr schön. Bewegungssensor ist angegangen. Er spielt mit dem Tod. Er will unbedingt sterben, der Junge, oder? Ja, der braucht das Risiko. Auch den Nervenkitzel. Achso, haben wir irgendwo dreckiges Wasser gesehen? Nee, ich habe auch nichts gehört. Ja. Ja. Aber der hat ein Loch im Po, der Carter. Sieht so. Okay, das war jetzt ein bisschen. Da ist eine coole, wollte ich sagen. Phantom. Was? EMF5? Ist ein Phantom. EMF5. Nee, ist beim Bild verschwunden, aber Geräusch war immer noch da. Mhm. Ich bin mir sehr sicher, dass es ein Phantom ist. Ja, dann habe ich Phantom eingeloggt und fahren ab, oder? Also es zählt auf jeden Fall. Und der ist sofort verschwunden.
Na dann. Ja, Geist. Wasser haben wir also ja keins kein gehört. Ist, dann schreibe ich die Entwickler an. Genau. Mit dem EMF? EMF habe ich, konnte ich nicht messen, wenn ich die Kamera ausgerüstet habe, aber ich habe auch nichts gehört. Er macht die Tür zu. Mensch, kann er mal auf? Kann er aufhören, mit der Tür rumzuspielen? Okay, ich mach die. Ach so, die Tür. Soll ich hier zumachen? Haben wir alle eingeloggt? Ich hab eingetragen. Ja. Das ist halt mit dem. Das Waschbecken fehlt halt noch, aber das ist so eine. Ja, aber ich habe ja, ja nicht mal Wasser gehört. Das ist doof. Ja. Oh, Kruzifix hat mich mal wieder gerettet. Okay, ich mach zu, oder? Ja. Los geht's. Wir. Okay. Ha. I've got some jobs ready for you.